Was für ein Gewusel auf den Plätzen des ESV-Tennis Bruck an der Mur. Die Saison ist hier erst offiziell eröffnet, wenn der Tennis Business Cup über die Bühne geht. Es ist unser traditionelles Eröffnungsfest und man sieht, das Wetter hält, es ist perfekt. Wir haben über 100 Teilnehmer, die hier dem Tennissport frönen und ja, die Saison kann losgehen. Unternehmen aus Bruck, Leoben und Kapfenberg stellen Mannschaften, um sich sportlich auf der Murinsel zu messen. Die Auslosung ließ spannende Spiele erwarten. Ehrgeiz spielt dabei natürlich eine große Rolle. Teamgeist und Spaß bleiben dabei aber auch nicht auf der Strecke. Mit dabei sind auch schon die Jüngsten. Nachwuchsarbeit spielt in diesem Tennisverein eine ganz große Rolle. So ist es. Wir spenden eigentlich alle Einnahmen aus dem Business Cup und aus diesem Eröffnungsfest im regionalen Leistungszentrum Hochsteiermark. Wir haben auch eine Verlosung, wo auch die Einnahmen 1:1 in die Jugend gehen. Eigentlich alles, was wir hier veranstalten, unsere vielen Landesmeisterschaften, alles, was hier hereinkommt, fließt in die Jugend. Denn die Jugend ist die Zukunft auch im Tennissport. Beim ESV Tennis geht es im wahrsten Sinne des Wortes Schlag auf Schlag. Heute Business Cup, morgen Meisterschaftsauftakt. Die Meisterschaft startet am 11. Mai, da sind wir heuer mit 15 Mannschaften am Start. Und dann das große Highlight im heurigen Jahr sind dann Ende August, von 31. August bis zum 7. September die steirischen Landesmeisterschaften aller Klassen, von Kids, Jugend, allgemeine Klasse bis hin zu den Senioren. Aber, und das freut uns ganz besonders, wir haben auch die Rollstuhl-Tennisspieler und auch die Special Olympics hier. Das wird ein Riesenevent mit bis zu 400 Teilnehmern Anfang September.